Hallo und willkommen zurück bei Gekku und einer weiteren Runde GeoGuessr mit World of Warcraft Karten bei LostGamer.io. Diesmal, ihr seht's ja schon, Outland. Wieder 10 Runden, kein Zeitlimit und keine anderen Shenanigans. Auch mal ganz schön hier, dann quasi hier nur diese, wie viel sind's? Hier, 7 Gebiete zu haben. Da dürfte jedes auch mal drankommen. Das ist natürlich hier der Nessa-Sturm. Wir sehen hier eine von diesen Mana-Schmieden im Hintergrund und die Blades Edge Mountains sind auch noch zu sehen. Und hier sind zwei Teufelswachen. Also hier sind zwar auf jeden Fall zwei Mana-Schmieden. Ja, vielleicht ist das ja sogar hier das schon, dass man da die Mana-Schmiede sieht und die Berge. Das ist halt hier so ein bisschen zerstört wegen der Legion. Das ist der Eingang von dem Dorf. Also sagen wir mal da. Oh, nicht ganz. Ah, da ist auch was Zerstörtes. Naja. Wir hatten den richtigen Gedanken. Es war halt nur daneben. Das dürfte die Hellfire Peninsula sein. Oder. Na, nee, Quatsch. Shadow Moon Valley. Das ist Shadow Moon Valley. Mit so. Was gar keinem Anhaltspunkt, wo es sein könnte. Jetzt mal wieder ein paar Spinnweben und. Soll das hier ein Totem sein? Gibt's da. Hä? Gibt's da irgendwas mit einem Totem? Ist vielleicht von der Hordenbasis aus was? Bim, 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 bim. Level hier unten? Oder. Nee, es war ja nicht Hordenbasis, es war ja Sea und. Eldor, aber die haben wir da eigentlich auch kein Totem. Ja, ansonsten ist das hier halt einfach, ne? Ein bisschen Berge und ein bisschen Boden. Vorne wächst ein Kraut. Ja, wo könnte hier so ein Totem stehen? Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es Shadow Moon Valley ist, aber hier ist ja noch diese Allianzfeste. Das ist von den Draenei. Hier ist von der Horde was. Dann könnte es ja hier in der Nähe sein. Da ist auch ein Weg. Oh, wenn man zumindest hier diesen Fluss sehen würde oder irgendwas, aber das ist ein bisschen knifflig. Aber hat niemand gesagt, dass es leicht werden wird. Ja, ich denke, es ist hier irgendwo bei der Hordenbasis in der Nähe. Machen wir gleich da. Es ist nicht bei der Hordenbasis in der Nähe. Es ist was auch immer hier. Na gut. Okay. Lief schon mal besser. Oh, mal wieder direkt vor einem Baum. Geil. Sangamarsch. Das ist schön, wenn die Hälfte des Bildes ein Baum ist. Was haben wir denn da? Man sieht die Blades Edge Mountains, also Blickrichtung ist von Ost nach West. Und man sieht, ach, man sieht hier das Ding in der Mitte, was hier PvP-Gebiet war. Und zwar von der Insel aus hier. Ja, sind ja natürlich keine Bäumchen eingezeichnet. Vielleicht da. Oh. Ich dachte, man sieht das hier in der Mitte. Ah, stimmt. Die sehen ein bisschen anders aus. Ja, gut, hätte man drauf kommen können, dass man nicht auf die Mitte guckt, sondern auf eins von den beiden. Egal. 4000 ist ein guter Score. Wir wussten ja, was gemeint ist. Nochmal Sangamarsch, weil es so schön war. Da sehen wir einen Mana Ray und ganz viele Pilze. Und im Hintergrund ist Nagrand, was uns zumindest die Blickrichtung verrät. Vorne könnte ein Weg sein. Also, vielleicht da.
Nicht ganz. Ja, 4000 soll es schon sein, aber das sind da manchmal echt zu wenig Anhaltspunkte. Naja. Schon wieder Sangamarsch. Jetzt wird's aber anstrengend. Da gucken wir runter in Taraka Forest. Das müsste auf jeden Fall hier irgendwo sein. Und der Fluss geht da so ein bisschen. Oh, gut, da, ich meine, es ist Sangamarsch, da ist eh überall Wasser. Aber das wirkt schon hier wie dieses Stück hier, wo es hier dann runter geht in Taraka Forest. Man ist so ein bisschen auch auf so einem Weg. Gut, die Pilze. Könnte das hier sein, oder? Pilze sind halt nie irgendwo gut eingezeichnet. Oder hier. Ich denke, eine von den beiden Inseln ist es. Es müsste aber eigentlich was sein, wo noch ein bisschen Abstand ist. Ah, vielleicht ist es doch das hier. Geh einfach mal dahin. Doch, da rechts. Mist. Das hier habe ich jetzt nicht so unbedingt als Pilz wahrgenommen von oben, aber ja, gut. Wenn man es weiß, dann, ne? Knapp 4000. Naja. Gut, das ist jetzt aber die Hellfire Peninsula. Und man sieht den Turm von den Blutelfen. Da von den Seern. Also hier oben war Aldor, also ist hier unten die Seer. Und ansonsten ist man hier wohl bei diesem Stück hier wahrscheinlich, wo sich der Weg so ein bisschen aufteilt. So ein bisschen weiter da. Mal dahin. Muss mal dahin. Ah, das sogar doch noch ein Stück weiter hinten. Naja, 30 Punkte daneben. Neben der perfekten Punktzahl. Hey, Sangamarsch. Wir haben noch Plates Edge Mountains, Narkand und Taraka Forest. Die waren noch gar nicht. Jetzt kriegen wir hier so oft Sangamarsch. Das, also ich denke, hier links ist wieder Narkand. Ansonsten. Ah, hier ist dieser Pilzwald. Der ist doch. Gibt's den mehrmals? Eigentlich nicht, ne? Man kann diesen Pilzwald hier sehen. Von. Ein paar Tümpel entfernt. Ja, da sind ganz schön. Jetzt könnt man hier gucken, wie viele Inseln das sind, die dazwischen liegen. Boden ist hier aber wie bei so einem Weg. Machst du mal dahin. Ist da eine Weggabelung? Nee, ne? Oh, dahin vielleicht. Ah, doch näher an der Weggabelung. Ich war eben richtig und dann habe ich es nochmal falsch korrigiert. Mist. Ihr habt es alle gesehen. Das ist jetzt aber. Von da vorne müsste es ja Nackrand sein, aber. Hä? Wo ist das denn? Was ist denn das hier im Hintergrund? Da was Leuchtendes, was so nach oben geht? Hä? Gibt's hier sowas in. Also Taraka Forest ist es, glaube ich, nicht. Dafür passen die Farben jetzt nicht so wirklich. Müsste ja was an einem Teich sein, weil da links was zu sehen ist. Ja, zum Himmel passt es eigentlich auch. Hier ist eigentlich auch eher nur so Dämonenkram. Halla wird es jetzt eigentlich auch nicht sein. Weiß nicht, ob man hier über Oshogun heißt es, glaube ich. Und da was. Sowas sieht.
Das irritiert mich echt gerade, was das hier sein soll. Oder sieht man von da aus Shadrat? Das hat was mit Shadrat zu tun. Das könnte natürlich auch sein, wenn man jetzt hier zu den von den Teichen was sich denkt. Wir machen es einfach mal und gehen. Ah, oh, ich weiß nicht. Ist ja schon ziemlich be dicht bewaldet. Das hier sieht eigentlich nicht so dicht bewaldet aus. Oder hier? Nee, das ist ja eigentlich auch nur. Tja. Wir klicken jetzt einfach mal hier was an. Weil ich es wissen will. Ah, oh, natürlich. Die Biotope im Nethersturm. Die habe ich ja ganz vergessen. Ja, das macht Sinn. Dann sieht man auch hier diese Teile, die Vorrichtungen, die das festhalten. Ja, stimmt. Ah, ja, die beiden Biotope habe ich ganz vergessen. So, jetzt sind wir nochmal im Nethersturm und sehen nochmal die Biotope von außen. Schön, danke. Ja, nochmal schön unter die Nase reiben. Ach, sind sogar drei Stück hier. Zwei sind aber ganz nah beieinander. Demnach denke ich auch, dass man jetzt die beiden hier sieht. Und man sieht auch hier das, was kaputt ist, diese Mana-Schmiede. Sowie Rohrleitungen. Man müsste also an einer Rohrleitung sein, auf einem Weg. Eventuell hier. Dass man da noch die Rohrleitung hier sieht und das, was da runter geht, genau. Und die beiden Biotope. Ja, das könnte schon da sein. Vom Weg her. Ja, der Weg macht aber eigentlich einen anderen Winkel. Gehen wir mal dahin. Ja, 5000. Und damit habe ich hoffentlich das von diesen Fauxpas von eben wieder gut gemacht. Mit einem Perfect Score. 13 Meter nur daneben. So, das ist jetzt die letzte Runde. Da haben wir jetzt nochmal Taroka Forest. Ja, Plate's Edge Mountains und Nahkant leider überhaupt nicht. Aber gut, dafür dreimal Nethersturm und ich glaube viermal Sangha Marsch. Wir sehen Vögel und Bäume und wir sind auf einem Weg. Und links gehen Berge hoch. Vielleicht. Das sind keine Anzeichen von sonst irgendwas zu sehen. Aber es müsste auf jeden Fall schon mal ein Weg in der Nähe von Bergen sein. Ja. Was sieht man denn da Stacheliges? Was soll denn das sein? Oder ist es nicht Terrorcar, sondern Plate's Edge? Das wird zu den Stacheln eher passen, wenn man jetzt hier guckt. Wobei es ja da, also das, also die Ebene hier, die so ein bisschen heller ist, ist ja höher als die hier. Na gut, aber es könnte auch Richtung, wenn man Richtung Süden guckt, sind das die Berge da. Also auf dem Weg. Von der Weggabelung sieht man hier nichts. Aber es gibt einen langen Weg in eine Richtung. Oder vielleicht sogar hier. Wobei man diese Hügel hier nicht sieht.
Man sieht halt auch am Horizont jetzt nichts. Das irritiert mich ein bisschen. Vielleicht ist es eher hier. Hier Richtung Süden. Oder hier Richtung Norden. Aber gut, wenn es hier hoch geht, dann müsste es eigentlich da sein. Man guckt Richtung Süden. Klick mal. Oh. Da ist ja noch so ein Gebiet. Ja, ist ja noch so. Ich hätte auch gerade hinzoomen können, ne? Aber. Weil es gab ja diese zwei Bereiche, wo man nur hinkam, wenn man fliegen kann. Und da konnte man dann so durchlaufen und. Ach ja. Das habe ich schon wieder ganz verdrängt, dass es das hier gibt. Ja gut, dann erklärt es auch, wieso man dann nichts mehr am Horizont gesehen hat. Na gut. Heute ist nicht sonderlich viele Punkte, also keine 40.000 erreicht. Und man sieht ja auch an den schönen weißen Linien, wie oft ich dann sehr daneben lag. Aber schreibt mir gerne eure Punktzahlen in die Kommentare und fordert mich auch gern für die ein oder andere Karte heraus. Like, comment and subscribe. Euer Gecko. Ciao, ciao.